you got my back. Never thought I would find someone to love like that. Like that, like that. I like the way we left till we cried to keep our love intact. Take a ride, turn on bikes so we can say. Never leaving our bed. Office to the night ends. Baby, we can sleep in. Late into the morning. So ihr Lieben, nachdem wir jetzt durch sind mit dem ganzen Gebastel und Gemache, also der Tumorboiler, der funktioniert jetzt einwandfrei, wir haben heißes Wasser. Wir standen dann noch einen Tag beim Camping-Megastore. Wer nicht weiß, wovon ich spreche, guckt einfach mal in den letzten Vlog. Und ja, jetzt sind wir weitergefahren. Runter so ein bisschen, da sind ja so drei Finger Richtung Thessaloniki, also noch ein Stückchen weiter. Also jetzt sind wir auf dem ersten Finger. Tatsächlich sind wir auch wieder nicht mehr alleine. Und zwar ist es so, dass ein Arbeitskollege von mir, die sind jetzt auch losgefahren, also er mit seiner Freundin Leon, Jana und Cody, also Cody ist ihr Hund. Und ja, mit denen fahren wir jetzt zusammen. Wir standen jetzt schon hier zwei Tage wieder an einem wundervollen Spot. Da vorne steht Fridolin. Und dahinter stehen Jana und Leon mit ihrem Fahrzeug. Und ja, für uns geht es jetzt noch ein bisschen weiter runter am Finger. Ich bringe jetzt hier gerade mal den Müll weg. Ich hoffe, ihr könnt mich überhaupt gut hören, denn es ist ziemlich windig. Aber das Wetter ist wundervoll. In Deutschland liegen 10 cm Schnee und wir sind hier bei 18, 19 Grad in Griechenland. Also wir sind echt happy drüber. Deswegen fahren wir immer in den Süden und wir lieben es hier. Wir waren gestern im Wasser. Ja, und jetzt geht es für uns weiter. Wir standen die letzten Tage jetzt hier nur im Schatten, also hatten gar keinen Sonneneinfall auf die Solarpanel und ja, dadurch hatten wir natürlich auch keinen Ertrag. Und da wir gerade diese Problematik haben mit der Lichtmaschine und mit der Starterbatterie und so, habe ich den Ladebooster auch abgeklemmt, weil der zieht natürlich auch Energie von der Lichtmaschine quasi. Und ja, jetzt haben wir uns gerade einfach mal mit Absicht in die Sonne gestellt. Ich habe unser aufstellbares Solarpanel mit den Linearmotoren hochgefahren und zeige euch jetzt mal ganz kurz, was das Ganze so bringt. Hier haben wir jetzt eine kurze Übersicht und zwar hier vorne Front haben wir 360 Watt Solar, das hier hinten die aufstellbaren Solar haben wir 380 Watt Peak und das ist unser mobiles Panel, was jetzt gerade nicht aufgestellt ist, aber hier könnt ihr ganz gut erkennen, wir haben jetzt momentan eine Leistung von 140 Watt auf den Frontalen, die ja flach auf dem Dach liegen. Und da, wo wir es jetzt aufgestellt haben, haben wir 325 Watt. Vorher, als die flach auf dem Dach lagen, hatten die so um die 130 Watt angezeigt. Das heißt, wir haben jetzt gute 200 Watt mehr, nur dadurch, dass wir sie aufgestellt haben. Aus Interesse habe ich das mobile Panel jetzt auch nochmal angeschlossen. Das bringt uns jetzt 80 Watt, hat 120 Watt Peak. Könnte man wahrscheinlich nochmal ein bisschen optimierter hinstellen. Aber so haben wir jetzt schon mal so um die 540, 550 Watt. Was schon richtig mächtig ist. Also das System an sich funktioniert ganz hervorragend. Die Batterie wird ordentlich geladen und das machen wir jetzt auch mal. Übrigens wäre es nicht notwendig gewesen, die so krass jetzt noch zu laden, weil wir hatten, glaube ich, noch so 170, 180 Amperestunden über. Das ist ja noch gewaltig viel. Allerdings ist es so, jetzt haben wir gerade Sonne. Wir haben den Ladebooster nicht angeschlossen. Das heißt, wir wollen die Sonne jetzt ausnutzen, um die Batterien wieder voll zu machen. Wenn wir jetzt die nächste Fahrt auf uns nehmen, die Batterien eben während der Fahrt nicht laden. Da werde ich mir auf jeden Fall natürlich in der Zukunft, in der nahen Zukunft noch irgendwas einfallen lassen. Wie gesagt, Lichtmaschine ist ja schon eine neue da. Die werde ich mal auf jeden Fall irgendwann noch tauschen unterwegs. Aber erstmal wird es so funktionieren. Ich meine, genau, wenn jetzt Sonne da ist, dann können wir die Batterien
Hast du es gefilmt? Ja. Siehst du einfach hier die Wand hoch? Hier! Echt verrückt, ey, ohne Scheiß! Wir sind jetzt auf dem ersten Finger der drei Finger Nähe Thessaloniki und wir sind jetzt ganz an der Spitze angekommen und wir stehen hier echt wunderschön. Das Wetter ist der Hammer. Hier gibt es so ein kleines Hafenbecken und ganz viele Pinienbäume und wir stehen hier direkt am Wasser, wie wir es gerne haben und wir genießen es sehr. Leon und Jana sind gerade Wasser holen und kommen danach wieder und ja, stellen sich dann wieder zu uns. Nachdem wir jetzt 2 Tage wieder an einem wundervollen Stellplatz standen und ich sogar mal das Surfbrett ausgepackt habe, sind wir jetzt gerade hier in der Wäscherei, also in so einem Self-Service. Es ist sogar Sonntag, die Wäscherei hat trotzdem offen. Hier kann man jetzt schön große Wäschen waschen, alles Mögliche hier unterschiedlich. Dann natürlich auch trocknen, weil momentan ist das Wetter nicht so beständig, dass wir unsere Wäsche jetzt aufhängen könnten. Deswegen wird das Ganze getrocknet. Und ja, jetzt dauert das eine halbe Stunde. Und dann trocknen wir die noch und dann geht's weiter an den nächsten Spot. Jetzt warten wir darauf, dass unsere Wäsche fertig wird und es ist echt urig. Ne? Also hier, also in der Saison muss ja so unfassbar viel hier los sein. Also die kleinen Städtchen hier, oder klein ist in Anführungsstrichen, also es ist schon krass, wie das hier einfach aussieht. Ne? Also alle Bars, alle Restaurants, alles hat zu, alle Läden haben zu. Heute ist natürlich auch zusätzlich nochmal Sonntag, das heißt auch wahrscheinlich die kleinen Lädchen, die unter der Woche aufhaben, die haben jetzt auch zu, aber trotzdem, man kann sich gar nicht vorstellen, ja, wie das hier in der Hauptsaison aussehen muss. Also es ist so viel für die Öffentlichkeit hier, dass, ja, es muss ja hier richtig touristisch sein. Also auch, es ist irgendwie ganz, ganz komisches Gefühl, aber irgendwie für uns auch schön, dass hier halt nichts los ist, dass man sich frei bewegen kann, ohne dass viel Stress ist. Und ja, ansonsten würde mich trotzdem mal interessieren, wie das hier in der Saison aussieht. Ja, heute ist mal richtig schlechtes Wetter. Es regnet, es hat die Nacht über geregnet. Wir genießen die Zeit quasi im Fahrzeug, haben sogar die Heizung ein bisschen an, natürlich auch vorwiegend wegen unserer Tochter Zoe, damit die nicht irgendwie erfriert oder kalt ist, weil die krabbelt ja auch viel auf dem Boden rum. Und jetzt wollen wir gleich weiterfahren und ich wollte euch noch mal ganz kurz was zeigen. Wir zeigen das ja immer öfter mal, dass wir halt Wasser auffüllen, müssen wir ja machen. Wir verbrauchen ja das Wasser aus unserem Tank. Und nur mal so als kleine Information, wir fahren dafür nicht immer extra auf den Campingplatz oder so. Vor allem jetzt in der Nebensaison haben so gut wie alle Campingplätze hier sowieso zu. Das heißt, ihr müsst euch eine andere Möglichkeit suchen. Entweder ihr fahrt an die Tankstelle, geht tanken und fragt dann ganz nett, ob ihr da Wasser bekommen könnt. Das klappt manchmal. Einige machen es, einige machen es nicht. Jetzt stehen wir zum Beispiel an einem Strandabschnitt, wo hier eine Stranddusche ist und die ist tatsächlich sogar noch an. Es gibt auch viele Strandabschnitte, wo die Duschen ausgeschaltet sind. Ich denke mal, das hat auch mit der Nebensaison zu tun. Ich kann es nicht hundertprozentig sagen, aber ich gehe mal stark davon aus, weil oft sehen die Strandabschnitte so aus, als wenn in der Hauptsaison wirklich was los ist und die Duschen halt dafür da sind, um sich abzuduschen. Wie gesagt, hier in dem Fall gibt es eine Dusche, wo wir jetzt nochmal Wasser auffüllen. Wir
gucken auch immer gar nicht, ob der Tank jetzt ganz leer ist, sondern wir füllen eigentlich immer auf, wenn wir die Möglichkeit irgendwo sehen, das zu machen, dann machen wir es. Und wenn der Tank natürlich leer ist, dann versuchen wir das sowas irgendwie wie an der Tankstelle oder wie auch bei dem Camping-Megastore, da waren wir ja im letzten Video, da konnten wir auch kostenlos Wasser auffüllen. Also eigentlich sind die immer ganz nett und natürlich drücken wir denen auch gerne mal 2 oder 3 Euro in die Hand, wenn sie zum Beispiel an der Tankstelle ja gesagt haben, einfach, damit sie es auch in der Zukunft weitermachen und nicht verärgert sind. Ja, genau, jetzt heißt es Wasser auftanken und zum nächsten Spot. Er spielt immer mit dem Staubsauger von uns Auto und rollt das hier über unseren, also rollt in Anführungsstrichen, rollt es immer über unseren Boden und wir haben uns jetzt dafür entschieden, dass sie einfach ihr Weihnachtsgeschenk schon vorab bekommt, weil das wäre genau das Richtige für sie jetzt, weil genau das würde helfen, dass sie wirklich rollern kann. Und wir zeigen euch jetzt, was es ist. So, schau mal. Wollen wir das mal zusammen auspacken? Zoe hat übrigens Schuhe an, weil sie die immer anziehen will, wenn sie die sieht. Nadi, bist du auch aufgeregt und freust dich? Oh. Guck mal. Mein Spatz. Eigentlich zu Weihnachten, aber jetzt ist Nikolaus. Deswegen kriegst du es jetzt. Genau, und damit kannst du super hier über den Boden rollern, Mausi. Da sind Sachen dabei. Das ist das Dach. Dann ist da ein Surfbrett, glaube ich, bei und Figuren. Oh Gott, wie wieder hockt. Das ist so süß. Ihr mit. Nalli. Guck mal, und damit kannst du jetzt hier durchs Wohnmobil rollern. So. Roller, 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 roller. So. Oh, hier. Ich habe neulich bei Lidl eingekauft, damit wir Kekse backen können. Und wir probieren jetzt mal, ob wir Kekse im Omnia backen können. Mal sehen, ob das klappt. Same party, 7 months ago you show up with me. Now I'll go alone, act a little differently. But it never feels the same. You're so damn normal. I'm emotional and you're in control. Mit dem Keksebacken hat es wirklich sehr gut funktioniert. Die Kekse haben ungefähr 20 Minuten gebraucht, im Omnia zu backen, bis sie so goldbraun waren. Wir haben jetzt eine ganze Brotdose voll und heute ist der nächste Tag und jetzt geht's ans Dekorieren. So, hier ist nochmal das Endergebnis von unseren schönen Keksen, die wir dekoriert haben. Uns hat es super, super viel Spaß gemacht. Wir haben wirklich einen ganzen Nachmittag dafür gebraucht. Und ja, Zoe hat auch einen Keks gemacht, wie man sehen kann. Ich habe einen kleinen Oscar gemacht. Und bei IKEA haben wir noch, oh nein, einen Bruchkeks, Spekulatiusherzen gekauft. Und ja, wir sind super zufrieden mit dem Ergebnis. Und schmecken tun sie natürlich auch.